An der Ostseite ihres Hauses im oberbayerischen Oberhausen möchte Susanne Spatz-Behmenburg heute einen kleinen Wassergarten anlegen. Und zwar ohne zu graben. Die Wasserpflanzen sollen in verschiedenen Kübeln wachsen. Also eigentlich kann man fast alles nehmen, was halt kein Loch hat. Ich habe jetzt hier so eine alte Zinkwanne. Dann kann man irgendwelche alten Suppentöpfe nehmen, die halt einfach schön glatt sind innen. Man könnte auch Holzfässer nehmen, so Weinfässer gibt es auch halbierte, oder auch Maurerkübel. Die Kübel platziert die Staudenexpertin gleich an ihrem endgültigen Platz. Also am besten ist es irgendwie mindestens einen halben Tag beschattet, damit es eben nicht zu heiß wird. Schön ist es natürlich an dem Sitzplatz, weil da gibt es ja dann auch viel zu beobachten. Aber im Grunde, also das Wichtigste ist, dass es nicht zu heiß ist. Für den Miniteich braucht es Pflanzkörbe, Ziegelsteine, verschiedene Kiesel und Wurzelhölzer. Und die richtige Erde. Für so ein Teich ist wichtig, dass die möglichst nicht so nährstoffreich ist und dass die möglichst dicht ist, also schön lehmig. Ich meine, es gibt Spezialerde für Teich, extra Teicherde, aber ich habe hier so einen lehmigen Boden, da geht es wunderbar. Weil wenn man eine lockere Erde nimmt, dann schwemmt die so auf. Also es muss echt was Festes sein. Nährstoffarme Erde heißt nicht gar keine Nährstoffe. Die Menge macht's. Den extra Korb, den habe ich jetzt, dass eben nicht die ganze Wanne voll mit Erde ist und dadurch mehr Nährstoffe drin sind im Wasser. Ich habe jetzt nur heimische genommen. Das hier ist der Froschlöffel, das hier ist der Tannenwedel, der ist auch besonders gut zur Wasserreinigung. Und das dritte, weil ich konnte mich wieder nicht entscheiden, das ist die Sumpfgladiole, die heimische. Und ich dachte mir, die passt noch dazwischen, weil die nämlich dann im Sommer irgendwann einzieht. Also die verschwindet dann wieder, wenn die anderen größer werden. Der Vorteil heimischer Pflanzen, die bei uns vorkommenden Insekten sind ideal an sie angepasst. Die Tiere finden hier geeignete Nahrung und passenden Lebensraum. Da die Pflanzen in Körben wachsen, lassen sie sich ganz nach dem persönlichen Geschmack in der Zinkwanne platzieren. Nur ihre Ansprüche muss man beachten. Die meisten Seerosen wachsen stark und passen nicht in Kübel. Die Sorte Michael Berthold allerdings schon. Die Seerose, die geht für 30 bis 50 cm Wassertiefe, die muss ganz unten rein. Und die Pflanzen hier sind eher für Sumpf und deswegen habe ich die durch den Ziegel quasi ein bisschen erhöht. Was passiert, wenn die Pflanzen in der falschen Tiefe stehen? Ja, dann blühen sie nicht so oder wachsen arg in die Höhe oder im schlimmsten Fall gehen sie ganz kaputt. Also das sollte man schon ungefähr beachten. Aber diese Sumpfpflanzen, die gehen von 0 bis 20. Also auch wenn ich jetzt mal nicht gleich Wasser nachfülle oder so, dann gehen die nicht gleich kaputt. Also die sind relativ flexibel. Verschiedene Kieselsteine hindern die Pflanzkörbe am Aufschwimmen. Außerdem verdecken sie später den Ziegel und sorgen so für einen natürlichen Eindruck. Genauso wie das Wurzelstück. Aufgefüllt wird mit Regenwasser aus der Zisterne. Die Pflanzen bevorzugen einen pH-Wert zwischen 6 und 8,5. Das ist noch das Hornkraut, das ist so eine freischwimmende Unterwasserpflanze, die muss nicht in den Boden, kann man einfach reinschmeißen und die reinigt das Wasser. Wichtig ist im Winter, dass man die Seerose zumindest rausnimmt, weil die friert sonst ein. Am besten einfach in den Eimer und in den Keller stellen mit ein bisschen Wasser. Die Sumpfpflanzen, die würden es eigentlich aushalten, also die kann man eigentlich drin lassen. So in, was weiß ich was, 2, 3 Jahren wird wahrscheinlich alles zu groß. Dann muss man da mal vielleicht einen Teil rausnehmen oder teilen und wieder reinpflanzen. Also es wird nicht ewig halten so. Wenn Algen kommen sollten, was wir jetzt mal nicht hoffen, dann muss man die einfach ein paar Mal abfischen. Und jedes Mal, wenn man die Algen rausnimmt, nimmt man Nährstoffe mit raus und dann wird eigentlich die Wasserqualität wieder besser. In einen weiteren Kübel pflanzt Susanne Spatz-Behmenburg essbare Wasserminze und Brunnenkresse. In den dritten Blühpflanzen Sumpfdotterblume, Pfennigkraut und Sumpfiris. Schon nach kurzer Zeit zeigt sich am neuen Wassergarten die erste Libelle.
Wer kein Video mehr verpassen möchte, der kann unseren Querbeet-YouTube-Kanal natürlich gern abonnieren. Und schaut in der ARD-Mediathek vorbei. Dort gibt es noch viel mehr Videos und auch Sendungen von Querbeet.